musst du denn lachen? Moin Leute, Trimax hier. Wir sind heute hier auf dem Völkerball-Event, Dodgeball-Event. Ich habe ein sehr stabiles Team. Das ist Chef Strobel. Welchen Team bist du? Team Revi. Oh, Team Revi. Wir haben kein gutes Team. Wir haben echt ein gutes Team. Die anderen Teams haben alle so... Wir haben ein Tryhard-Team. Jedes Team hat 3 bis 4 Mädels. Ja. Aber dafür haben wir gar keine und alle Sportler bekommen, Fußballer. Ja, alle. Eli, Sid, Willi, Amar, ich, InScope, fertig. Vor allem gestern bei der Probe, Max kann so geisteskrank hart werfen, weil der so viel Kraft hat. Schon Phoebe, die würden den Ball fängen. Das ist auch fies, das sind so weiche, harte Bälle. Und wenn du kleine Hände hast, kannst du ihn nicht greifen. Dann kannst du nur so den schieben oder so wie Kugelstoß machen. Keiner kann werfen, aber wenn du diese riesen Hände hast, kann ich den nehmen wie so einen Tennisball und den so gegen die Fresse scheppern. Du wirst Phoebe ausnocken, wenn du ihn in die Fresse kriegst. Das ist krass. Das sind sehr leichte Bälle, sehr, sehr leicht. Ja, du hast viel Kraft. Und wir fragen jetzt die Leute, welchen Stream die Leute hier am liebsten schauen. Weil hier sind gerade 50 Streamer. Oh, das ist krass. Fangen wir mit dir an. Welchen Streamer hier schaust du am liebsten? Ohne Saugen. Krass, ohne Saugen. Papa Platte. Können wir dich beim Essen kurz stören? Ja. Können wir ein Foto machen? Jetzt? Ja. Hä, warum denn jetzt? Einmal in die Kamera da. Ich will einfach ein Foto machen. Ja, okay, und wir machen, wir machen so, von all den Streamern, die hier sind ja 53 Streamer. Wer ist hier dein Lieblingsstreamer? Wen schaust du am liebsten? Wahrscheinlich am ehesten Kevin, Papa Platte. Okay. Ja. Was ist das jetzt, Digga? Verpiss dich mal. Nee, wir müssen dich mal ganz kurz mitnehmen. Nee. Bruder, hier ist gerade Besprechung, auf gar keinen Fall. Was labert ihr denn? Auf gar keinen Fall, 2 Minuten. Besprechung? Bro, ja. 2 Minuten kannst du haben dann. Wo ist der? Er kämpft euch eh durch, er würde euch 8 gegen 1 besiegen. Ja, und? Ja, brauchst du das besprechen? Stellt ihr nach vorne, ihr habt einen Fußballer im Team. Ja, gut, hast du recht. Ich verweise euch. Ich verweise euch. Nee, Hausrecht, nee, ich rede das jetzt weiter. Nein, ich verweise dich hier. Ich habe ihn gefragt von all den Streamern, die hier sind, ja, wen er am liebsten schaut. Und er meinte mit Abstand Papa Platte. Ja, klar. Wie sonst? Eli? Nee, ich? Nee, Matras sind gerade Astronil. Das kam vor 5 Jahren raus. Nee, okay, ja. Und was soll ich, was jetzt? Das war's. Okay. Ich gucke auch gerne bei Adam richtig gerne rein. Oh ja. Weil wenn der unterwegs ist, feiere ich richtig. Okay. Und ansonsten immer wieder unterschiedlich bei euch. Okay. Bei dir, bei Eli, bei Amar. Ich gucke überall immer mal rein. Okay. Ja, ist gut. Nee, ich guck mal. Papa Platte. Jetzt haben es ja alle, ich habe bisher 5 Leute gefragt, die meinten alle Kevin. Ja. Okay. Bei dir? Wer ist bei dir, Milo? Hätte ich auch gesagt. Auf keinen Fall. Nee, dich will ich auch schauen, wenn du Clash of Clans spielst. Oder wir haben ja auch schon mal Blade zusammen spielen. Ja, ja. Wen würdest du privat einfach mal so abends einschalten, wenn er live ist, wenn er irgendwie ein cooles Programm hat oder so, von all den Streamern, die hier dabei sind? Halt's Maul, du hast Papa Platte gesagt. Wir haben 8 Leute gefragt und alle meinten Papa Platte. Was? Das kenne ich. Wie random. Du hast noch nie Papa Platte geschaut. Verarschst du mich? Hast du das gar nicht, die Twitch-Elf? Alle Streamer eine Umfrage gemacht. Wen schauen sie privat am liebsten? Mhm. Und du bist Platz 2 geworden. Echt jetzt? Ja? Wenn du unterwegs bist, sagen die Leute. Ja, kann ich nachvollziehen. Zum Beispiel warst du auch Lieblingsstreamer von Mark Eggers. Gehen wir mal zu ihm. Hier ist Adam. Nee. Kein Adam, ja, ja. Ja, ja, klar, aber... Ach, wie dachtest du führst uns jetzt gerade zusammen? Nein, nein, seinen Stream schaust du am liebsten. Ja, ich habe gesagt, ich schaue den sehr, sehr gerne, kann wenn man doch mal, finde ich auch mal, kann man auch mal sagen. Überall. Ja, ja, geil. Was ist denn dein Lieblingsstreamer? Momentan, weil wir halt immer auch zusammen zocken und weil er auch das gleiche zockt wie ich, aber so ein bisschen anders. Wir zocken immer so Nerd-Games zusammen. Da wünsche ich mich oft, dass ich es echt gerne bei Romatra reinschaue. Das muss ich sagen, den schaue ich gerade am meisten. Aber der hat nur so... Also, der hat auch so, ich meine, so 400 Zuschauer. Ja. Ist jetzt nicht so wie Eli, der 80.000 hat. Was hat er gesagt? Nichts. Und, aber ich, ja, ja, weißt du? Aber ist auch krasse Umfrage, wenn man eigentlich immer 10 verschiedene Namen nennen möchte. Und ja, ist so, wenn man ne? sich dann für einen entscheiden muss, ist schon schwierig. Nee, also Papa Platte hat 9 Stimmen und du hast 1. Der Rest hat keine Stimme. Echt? Haben alle Kevin gesagt? Alle haben Kevin. Jeder hat hier Kevin gesagt. Wieso? Jeder. Warum gucken die alle Pause? Alle. Keine Ahnung, Alter. Gut, ist jetzt aber auch nicht so geil. Ich bin jetzt Platz 2 mit einer Stimme geworden. Das hast du mir vorhin nicht gesagt. Immerhin genannt worden. Ja, was ist das für ein Scam-Betrug jetzt hier? Ich hab gesagt, Platz 2. Ich hab gedacht, mehr als eine Person guckt mich hier. Nee, Marc. Eine Stimme und dann auch nur noch von mir. Ne? Oh Mann. Scheiße. Ja, scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Ja. Wenn ich jetzt so neben dir stehe, ist ja okay, ne? Das ist schon dicht. Das ist schon nah. Aber wenn ich jetzt wirklich... So, wenn wir jetzt zum Beispiel im Zug stehen und es ist übertrieben eng. Das ist zu dicht. Wenn ich so meinen Kopf noch an dir reibe, hast du gemerkt? Ohne die Hüfte. Ja? Ohne die Hüfte? Ich kann dich da auch nicht angucken. Wenn ich jetzt hier mit atme? Atemluft. Nee, ohne Atem. Ja, okay, mit Atem, Alter. Ja. Dann müsste ich für dich so wissen, wenn wir jetzt ein normales Gespräch führen, ja, ist das noch... Ist das, ist schon zu dicht. Okay. Digga, bleib doch einfach so. Aber so ist doch... Da muss man voll schreien. Ich kann auch, wenn du möchtest, kann ich auch... Wir reden so, sind weit weg, aber ich lege hier noch meine Hand hin. Also, wir würden uns so unterhalten einfach, ja? Auch mal so dann, ja? auf dem Rücken geht klar. Okay. Oder mal hier so ein... So, hi, alles klar, bleib da hinten. Und dann nicht loslassen, ne? Nee, das ist schon zu lang. Bleib mal stehen. Wenn ich jetzt mich mit dir so unterhalten würde, wäre das dir unangenehm? Kann das nicht. Ja, okay, verstehe ich, klar. Dann aber klar gezeigt. Und das ist die Riesenmücke.
von Team Gnu raus. Und Trimax fängt das Ding. Was ein Catch von Trimax. Nur noch 4-1. Aber das dürften sie doch jetzt machen, oder? Max trifft ihn. 2-0. Der zweite Set geht ebenfalls an Team Amar. Und Rumatra wird abgetroffen. Klassischer Headshot und dann auch noch auf die Brille. Jetzt ist Amar das erste Mal so richtig mit seinem Team in der Defensive. Max Stemmler, du Gameball Royal Gott. Digga, straight in seine Fresse. Ehrenlos, ehrenlos. Ey, spiel, ey, hört mal auf, der Arme. Wer ist für Phoebe? Supportet sie mal. Jawohl, Hamburg, das macht ihr stark. Und guckt euch das an, die Erfurterin. Der Ball als Schutz. Hat jetzt drei Dinger. Dena, Junge, was geht ab, meine Jungs? Krank. 2-1, Big. Oh! Amar, dessen Körpersprache mir sehr gut. Wenn sie es jetzt schlau anstellen, können sie richtig ficken hier. Schreibe ich das raus? Schreibe ich mit dem Mittelfinger? Noch steht. Applaus an euch selber da draußen. Ihr habt ja eine Stimmung gemacht, als wären wir 50.000 Leute. Unglaublich, dass ihr Wort. Wirklich, dass alle hier einfach unglaublich viel Spaß hatten. Ach so, ja. Ich hab den Vlog ganz vergessen. Wir haben gewonnen. Wir hatten 11 Matches, haben 10 gewonnen. Ich war Turnierspieler, mit den meisten Abwürfen. Schön viel gefangen. War eine super Teamleistung. Ja, wir hatten ein echt gutes Team. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Team ein bisschen unfair fandet. Amar hat die Teams gemacht, er wollte unbedingt gewinnen. Hallo Trimax, ey, Trimax, danke, dass du mit dabei warst. Es war mir eine Freude, dass du dabei warst. Und Trimax, bleib so, wie du bist. Und zwar bitte angezogen.